Es wird grün in Hoppegarten, aber so richtig, und jetzt kriegen Sie bloß keinen Schreck, da haben wir mal in den Farbtopf gegriffen. Die Rennbahn, die ihren Reiz seit 150 Jahren ja der schönen Lage zu verdanken hat, sie feiert ihr Jubiläumsjahr an diesem Pfingstwochenende mit einer irischen Note, also mit viel Grün, mit schwarzem Bier, mit Folkmusik. Das könnte alles passen. Christine Stellmacher zeigt, wie es da auf und neben dem Geläuf tatsächlich aussah. Hoppegarten funkelt. Rein huttechnisch hat die alte Rennbahn in Brandenburg schon fast zu Ascot aufgeschlossen. Wir sind nicht Ascot, wir sind Hoppegarten. Und Hamburg ist Hamburg und Baden-Baden ist Baden-Baden. Naja, jedenfalls ist der irische Renntag ein Publikumsmagnet. Gut 10.000 Besucher und edle Pferde. Kein Wunder, dass die Stimmung bei den Veranstaltern prächtig ist. Wir machen ihn zum dritten Mal. Er hat eine gewisse Tradition. Er ist ein sehr wichtiger Renntag. Wir haben hier so den Berlin-Marathon für die Galopper. Über 3.200 Meter. Das Rennen dauert 3,5 Minuten. Ein totales Klassefeld. Es ist das zweitwichtigste Rennen der gesamten Rennsaison. Insgesamt 12 Rennen, 80 Pferde, dazu allerschönstes Pfingstwetter und die Aussicht auf satte Wettgewinne, das zieht. Gerade eben habe ich für 1 Euro Einsatz 1,30 bekommen, dann also 30 Cent. Das Beste waren mal 27 Euro, aber das war ein Außenseiterpferd. Wir waren noch nie beim Pferderennen, wir wollten uns das mal angucken. Ich habe unsere Enkelkinder mitgenommen und ich musste in ihren Namen auch wetten. Und wir haben gewonnen. Und jetzt wieder, ne? Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Ja, hervorragend. Ist ein richtiger Spaß und wir haben ja auch Bombenwetter heute, ne? Aber vielleicht geht's ja gar nicht immer nur ums Geld. Aber deswegen sind wir auch nicht hier. Die Pferde anzusehen ist schon toll. Also einfach dieses ganze Event hier, das ist schon schön. Auf der VIP-Terrasse die Reichen und Schönen, Unternehmer, Promis, Schauspieler wie Klaus Theo Gärtner alias Matula, ebenfalls ein Wettfan. Es gibt ja noch einige Rennen und ich hoffe als Millionär hier den Platz zu verlassen. Hoppegarten ist also ein Ort für Träume und der irische Renntag einfach ein herrlicher PR-Termin für den irischen Botschafter. Es ist ein toller Tag, wunderbares irisches Wetter, die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Also wir sind begeistert, hier zu sein. Es ist toll, dass heute der irische Tag in Hoppegarten ist. Und wir finden es großartig, hier in diesem tollen Park zu sein und die Pferde anzugucken. Der irische Renntag ein voller Erfolg. Keine Frage, dass es im nächsten Jahr zu Pfingsten wieder irisch-grün wird.